Das Interview ist eines der spannendsten Videoformate, wenn man es richtig macht. Der Punkt ist dabei, was kann man denn dafür tun, damit es besser wird, das Videointerview? Dazu habe ich jetzt mal sieben Tipps in dieser Folge von Schröders Schreibtisch. Punkt Nummer 1. Der Gesprächspartner könnte nervös sein. Vermutlich ist die Person, die jetzt hinter der Kamera steht oder neben oder der Kameramann, wie auch immer, ist es gewohnt, mit Kamera irgendwie vielleicht zu arbeiten. Das ist bei Kameraleuten nicht unbedingt wirklich die Regel, aber vielleicht irgendwelche Journalisten oder Personen, die die Fragen stellen. Aber die Person, die vor der Kamera sitzt. Also klar, alle Leute, die Medientraining haben und sowas öfter machen oder einfach so dreist sind, wie meine einer, wird einfach in die Kamera quatschen, mit der Kamera kuscheln können. Super. Aber wenn man die klassische Situation hat, jemand sitzt vielleicht irgendwie seitlich neben der Kamera und stellt die Fragen und man muss dem antworten. Und man denkt, oh Gott, ich muss zwar dem antworten, aber da ist eine Kamera. Und was muss ich jetzt nochmal sagen? Wem muss ich hinschauen? Schritt Aufgabe Nummer 1 ist es für die Person, die neben der Kamera da irgendwo sitzt, steht, wie auch immer. Nimm der Person vor der Kamera die Nervosität. Fang gar nicht mit den relevanten Dingen an. Sei locker, redet erstmal über das Frühstück. Das ist eigentlich die Frage, die mir immer gestellt wird, wenn es um das Thema hier Videoaufnahme geht und Mikrofon einpegeln. Die fragen mich immer, was ich zum Frühstück hatte und es geht bei mir meistens mit einer Tasse Tee los. Aber wie dem auch sei, Nervosität nehmen, damit der andere sich ein bisschen zurücklehnen kann. Man nehme sich für das Interview Zeit. Es hilft gar nichts, dass die Person, die jetzt auf diesem Stuhl sitzt, sagt, ich habe nur 15 Minuten Zeit. Und dann muss das fertig sein. Speziell, wenn derjenige selbst vielleicht gar nicht so mit solchen Situationen gut umgehen kann. Genauso natürlich auch nicht die Person, die hinter oder neben der Kamera steht. Die muss sich auch darauf einlassen, dieser Person hier, denn um die geht es, die Zeit zu geben, die sie braucht. Niklas, der jetzt gerade hier hinter der Kamera steht, sagt mir gerade, es ist meistens die Person, die auf diesem Stuhl sitzt. Seine Erfahrung von den ganzen Videodrehs der letzten Jahre. Die Person hier, die sagt, ich habe nicht mehr Zeit. Und damit macht sie sich selbst, wie man sagt, so schön einen Bärendienst. Die Person hinter der Kamera muss sich Zeit nehmen und die Person vor der Kamera, bitte plant für euch selbst da auch ruhig mal ein bisschen mehr Zeit ein. Und seid froh, wenn er dann von diesem Hotseat runterkommt, wenn man es nicht gewohnt ist, und sagt einfach, super, es ist schnell gelaufen, ich habe ein bisschen Zeit. Also, Zeit nehmen, keinen Druck aufbauen. Nicht sagen, in 15 Minuten müssen wir jetzt aber hier fertig sein. Hilft nicht. Wichtig für die Person hinter der Kamera ist vielleicht auch die Art der Fragen, die man stellt. Also diese mit offenen und geschlossenen Fragen schon kennt soweit jeder. Man kann auch da einiges mit sehr offenen Fragen und dem anderen Person vor der Kamera auch helfen. Kann auch erstmal damit loslegen, ganz andere Fragen zu stellen, wie zum Beispiel die Frage, was gab es am Frühstück oder andere Dinge. Über den Beruf, Karriere, Fußball, Tanzen, was auch immer zu reden. Zeit nehmen, locker werden. Damit die Person vor der Kamera gute Antworten nachher auch geben kann. Noch ein Punkt. Ich meine, ich habe es jetzt hier relativ einfach. Ich muss nur in eine einzige Linse schauen. Die da. Und diesen Augenkontakt sollte man als Interviewer, als Person so gesehen, neben der Kamera auch immer zu dem Person suchen, die, von der man die Antworten sich erhofft. Also wenn mich da keiner anschaut, dann könnte es auch sein, dass der Blick der Person, die hier sitzt, dem Befragten, dass der auch mit seinen Augen abschweift, dass der vielleicht in die Kamera schaut. Und für eine klassische Interviewsituation möchten wir eigentlich ja gar nicht, dass die Person vor der Kamera in die Kamera schaut. Man möchte ja eigentlich, dass die eher so ein bisschen vielleicht an der Kamera vorbeischaut. Also der Klassiker. Schau so dran vorbei. Ich will hier in die Kamera schauen. Für die Person vor der Kamera noch ein Punkt ist, die Frage in die Antwort einbauen. Also wenn ich gefragt werde, wie spät ist es denn gerade? Zu sagen 12 Uhr ist zwar korrekt, aber dafür, dass ja nur am Ende im Video Mindpath verwendet wird und die Fragestellung von der Person hinter der Kamera nicht im Video auftaucht, dann wüsste keiner, warum ich jetzt gerade 12 Uhr gesagt hätte. Also geht es darum, die Frage und die Antwort in einem Satz zusammen zu kombinieren und so zu antworten, dass beides auch wirklich zu sehen und zu hören von mir ist. Ein Tipp nochmal wieder an die Person hinter der Kamera auf jeden Fall. Es gibt Gesprächspartner, die, würde ich sagen, die sind eher ein bisschen zurückhaltend in ihren Antworten. Einsilbig, knapp, machen es einem dann nicht leicht. Was man vielleicht in dem Fall machen kann, ist eigentlich journalistisch ein verpönter Tipp. Sowas sollte man eigentlich ja nicht tun.
mal zwei Fragen stellen. Nicht nur eine Frage, auf die er vielleicht irgendwie antworten kann, sondern zwei Fragen, die sich ergänzen, die miteinander jonglieren, um ihn so aus der Deckung zu locken. Mal schauen, was er dann sagt. Kann funktionieren. Als Interviewer einfach mal nichts sagen. Mal warten, was der andere dann von selbst sagt. Kann auch funktionieren. So, bei uns im Blog, Link in der Videobeschreibung, gibt es einen Artikel mit diesen 7 Tipps noch ausführlicher. Und es gibt dann noch Bonustipps, die möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Bonustipp Nummer 1 ist Make-up. Es gibt genügend Personen, die von der Gesichtsfarbe und Ähnliches vielleicht ein kleines bisschen Unterstützung brauchen. Wir hatten sogar eine Situation, da haben wir einen Geschäftsführer gefilmt, der hatte vorher am Wochenende eine Radtour gemacht und ist gestürzt. Mit Schrammen im Gesicht und allem, was dazugehört. Wir hatten direkt Mitarbeiterin dabei, die Steffi, und die hat den Geschäftsführer so geschminkt, der hat also die Roben und alles übergeschminkt, dass man nachher im Video, auch im Videointerview, nichts gesehen hat. Es ist hilfreich, jemanden dabei zu haben, damit vielleicht jemand nicht nur die Stirn glänzt, das ist ja schon eine Kleinigkeit, oder dann bei anderen oder anderer Person ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht kommt. Kann helfen. Ja? Niemand möchte ein Interview mit einem Zombie. Was ich damit auch noch sagen möchte, ist, niemand möchte auch mit einem Zombie ein Interview führen, wenn es um das Thema Körperhaltung geht. Aber das ist ein ganz eigenes Thema. Da machen wir irgendwann ein eigenes Video dazu. Ein guter alter Satz ist, ein gutes Video besteht zu 51% aus gutem Ton. Niemand möchte ein Interview haben mit einem brillanten Bild, wo der Ton total knackzig und kaum zu verstehen ist, dass man so sich das... Dann nimmst du Kopfhörer und dann nochmal irgendwie, was sagt der genau? Das möchte keiner haben. Der Ton muss gut sein. Das heißt, man sollte für ein vernünftiges Interview auch jemanden haben, der hinter, neben, wie auch immer, mit der Kamera zu tun hat oder neben steht, jemanden, der vielleicht ein reiner Tonassistent ist, der nichts anderes macht als Kopfhörer aufhaben und genau zuhören. Ist im Hintergrund noch eine Straßenbahn zu hören? Oder ist da noch irgendwie eine Hummel irgendwie im Büro, die da irgendwo fliegt? Hatten wir gerade eben. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich vermute mal schon, da ist gerade irgendwo ein Motorrad, eine Harley oder was am Fahren. Wenn das aber niemand auf dem Kopfhörer überhaupt kontrolliert, hinterher hat man keine Chance, das mal richtig gut rauszukriegen. Ja? Das sollte jemand beim guten Interview auf jeden Fall kontrollieren. Ein Video neben gutem Ton besteht aus noch was anderes, und zwar aus Licht. Eine Kamera kann nichts Vernünftiges aufnehmen, wenn kein gutes Licht da ist. Also auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Bild genug Licht bekommt. So, das waren die Tipps für heute.